Mein Lieber, ich grüße dich hier einmal ganz, ganz herzlich zu den Tagesbotschaftern. Bevor ich hier starte, ein riesengroßes Dankeschön an jeden einzelnen von euch. Vielen lieben, recht herzlichen Dank. Ich starte jetzt hier einmal für dich. Was möchte ab dem morgigen Tag, Donnerstag, Freitag und Samstag auf dich zukommen? Ich werde arbeiten mit dem Lightseer's Tarot von Chris Allen, mit dem Manara Tarot von Los Garabeo, mit dem Gypsy Tarot, mit den universellen Botschaften und dem Focus Orakel von mir, sowie mit Amos Botschaften von Tony Camines Salerno. Ich werde im Anschluss für dich in die Deutung übergehen. Ich habe das hier noch einmal etwas umgestellt. Noch eine Karte möchte raus.
das hier aber noch etwas größer gestellt. So, meine Liebe, ich starte jetzt hier einmal für dich. Was möchte sich hier für die kommenden Tage einmal zeigen? Irgendetwas ist hier, das ist ganz speziell, das kannst du von außen erfahren, das kannst du über 5., 6., 7. Personen diesbezüglich erfahren. Ich sehe etwas, dass jemand zur Verantwortung gezogen wird in einem, ja, nicht rasanten Fahrverhalten. Es hat hier etwas mit Fahrerflucht zu tun und hier zeigt sich etwas, wo jemand, ja, zur Rechenschaft gezogen wird. Das ist ganz, ganz speziell. Ich nehme an, dass du das so durch das Außen diesbezüglich eben auch erfahren wirst. Hier ist eine Situation, die sich zeigen wird in deinem Leben. Wir haben hier den Narr, den haben wir hier gleich zweimal. Hier zeigt sich auch nochmal die Unabhängigkeit und Befreiung. Wir haben hier gleichzeitig die 10 des Feuers. Hier gab es irgendwelche Konflikte. Hier gab es irgendetwas, was ausgeartet ist in Handgreiflichkeiten. Ja, also, ja, Körperverletzung, irgendetwas zeigt sich hier. Auch da kann es sein, dass du eine ganz, ganz bestimmte Person betreust. Ist auch ganz, ganz speziell. Ich sehe, dass das diesbezüglich da, dass du dir nicht nur Rat, Unterstützung, Hilfe diesbezüglich gesucht hast, sondern du gibst etwas weiter, du wirst etwas weiterleiten, du hast etwas schon weitergeleitet. Du befreist dich komplett aus einer Situation raus. Du triffst im Momentan, ist auch irrelevant, für was du hier jetzt schaust, eine ganz, ganz eindeutige und klare Entscheidung. Ja, hier kann es auch nochmal um Dinge gehen, wo, ja, auch Körperverletzung. Ich bekomme immer wieder Körperverletzung, was es sich da diesbezüglich eben auch zeigt. Etwas, was mit schwerstwiegender Regeneration diesbezüglich zu tun hat, ja. Schau mal bitte. Hier geht es um den gesundheitlichen Zustand, Regeneration, Genesung eben auch. Man musste sich erst aus etwas erholen. Ja, also hier ist sehr, sehr gute Fürsorge. Hier ist sehr viel, was diesbezüglich da sich zeigt. Ich sehe hier auch ganz, ganz eindeutig irgendwie unterlassene Hilfeleistung. Das kann jetzt hier in unterschiedlichen Angelegenheiten sein. Das kann jetzt hier in Dingen sein, was ich dann eben zuerst sagte. Das kann jetzt hier in Dingen sein, was dir widerfahren ist. Es kann etwas sein, wo, ja, man irgendwie starke Reue zeigt in Form, ja, ich sehe das, als ob jemand die Hand ausgerutscht ist, die ist aber dann irgendwie auf sehr brutale Art und Weise ausgerutscht. Aber auch das sehe ich in den Dingen, dass du in die genauesten Vorangehensweisen gehst, speziell da nochmal, insbesondere mit einer ganz, ganz bestimmten Person. Ja, ist auch noch einmal irrelevant, wie du hier schaust. Ich sehe, dass du diesbezüglich da deine Schritte gehst. Du befreist dich aus diesen Dingen. Höchstwahrscheinlich auch immer wiederkehrend etwas, was stattgefunden hat. Das ist schon, ja, es sind Handgreiflichkeiten. Das ist, kann natürlich etwas sein, was erstmalig, wobei ich hier schon etwas sehe, was wiederkehrend stattfindet. Erstmalig, dass jemand die Hand ausrutscht. Und wenn du hier als weibliche Person schaust, kannst du mit absoluter Sicherheit davon ausgehen, dass es kein Ausrutscher war. Das bekomme ich hier auch nochmal ganz, ganz eindeutig eben auch so rein, dass da etwas sich zeigen wird, wo du dann die nächsten Erfahrungen diesbezüglich einer ganz, ganz bestimmten Person eben auch machen wirst. Ja, also hier zeigt sich das in den Dingen, dass es kein Ausrutscher diesbezüglich war. Ja, ich sehe auch, dass du dir da diesbezüglich Unterstützung eben auch holst. Und hier mit der Femme Fatale sehe ich es als Lockvogel. Es kann natürlich auch etwas sein, hier was mit Feierlichkeiten, Trinken etc. zu tun eben auch hat, dass da etwas geschehen ist, ja, oder dass man etwas rechtfertigt aufgrund einer Situation. Ist nicht zu rechtfertigen, liegt hier auch nochmal ganz, ganz eindeutig, weil ich sehe, dass es jemand absolut nicht gut geht und unter einer Situation eben auch sehr, sehr stark leidet. Ob diese Person im Momentanen im Krankenhaus ist oder aber auch zu Hause da sich von diesen ganzen Dingen noch erholt, sehe ich hier einmal auch, ja. 10 der Kelche ist hier wirklich die liebevolle Fürsorge in Form einer Person. Es ist hier auch das Familiäre, es ist hier das Miteinander. Es könnte hier nochmal Unruhen im Außen diesbezüglich sein, was dann für gewisse Dinge eben auch sorgt. Es kann sein, das erste Szenario, was ich dann eben auch sagte, dass das Ganze hier diesbezüglich eben zu Hause stattfindet. Irrelevant, ob das in Form jetzt der Partnerschaft ist oder generell hier mit Kindern, Tieren etc. zu tun hat. Ja, hier ist es ganz, ganz eindeutig so, dass man zur Rechenschaft
gezogen wird. Ganz, ganz eindeutige Botschaft hier. Zehnte Kelche. Ich sehe, dass du dich aus einer Situation entfernst, rausgehst, klare Entscheidungen diesbezüglich deiner triffst. Ist doch irrelevant, ob du jetzt alleine deines Weges gehst. Ich sehe, dass du starke, hilfreiche Unterstützung hast von deiner Familie, von Personen, die zu dir stehen, im Freundschaftlichen, allgemein in einer Situation. Der eine oder andere ist hier in einem wahren Seelenpartnerprozess. Andererseits geht es hier aber auch um gewisse Dinge, wo man geglaubt hat, der Annahme diesbezüglich eben auch war. Auch das sehe ich hier einmal. Ja? Wir haben hier die Vorsicht und wir haben hier die drei der Kelche. Ich sehe das Szenario, was hier sich zeigt, was ich zuallererst gesagt hatte, dass das bei einer ganz, ganz bestimmten, dass sich das bei einer männlichen Person diesbezüglich eben auch zeigt. Es ist definitiv eine höher stehende Person und es ist hier auch etwas, wo man bislang sich nicht getraut hat, bislang Vorsicht walten lassen hat, das nicht zur Anzeige gebracht hat. Das ist was ganz, ganz Spezielles. Ja? Das ist jemand definitiv aus der Öffentlichkeit, das ist definitiv auch jemand, der diesbezüglich in der Gesellschaft steht. Es ist jemand, der im Häuslichen aber ganz, ganz anders diesbezüglich agierend ist. Und das ist das, was ich hier eben schon sagte. Ja? Vor allem ist es auch jemand, der definitiv Familie zu Hause hat. Bekomme ich hier auch nochmal rein. Das ist auch speziell und unterschiedlich eben auch. Ja? Wenn, dann ist man hier auch in einer 3-4-Ex-Konstellation. Du kannst auch Single sein und bist hier in diesen Dingen. Du bist da vorsichtig, du bist darauf gewappnet, du bist hier in den Dingen diesbezüglich eben auch zu erkennen. Ja? Also ich sehe, dass du da sehr, sehr wachsam in dieser Angelegenheit bist und das auch in 0, nichts diesbezüglich da herausfinden wirst. Diese Person, höchstwahrscheinlich seid ihr länger auch im Kontakt. Ich sehe hier nicht, dass sich etwas zeigt, wo du plötzlich dieser Person begegnest. Das sehe ich hier einmal nicht. Ja? Ich sehe eher, dass jemand so von der Null irgendwie mit dir wieder etwas anfangen möchte. Du hattest aber schon bestimmte Erfahrungen, du hattest schon bestimmte Erlebnisse mit dieser Person. Ja, so bekomme ich das. Das Ganze kann sich im Freundschaftlichen eben auch zeigen. Ich sehe, dass du wahrnimmst und ich sehe, dass du erkennen wirst. Ja? Wir haben hier Freundschaft, pflege die Bande der Freundschaft. Also diesbezüglich wirst du dir da ja auch einen Ratschlag holen eines Freundes. Du wirst dir diesbezüglich vielleicht auch da jemanden dich mitteilen, wo du dich geborgen und sicher eben auch fühlst. Ja, auch das bekomme ich hier ganz, ganz eindeutig eben auch so rein, dass du jemanden diese Situation eben auch näher bringst. Ich sehe hier mit der Femme Fatale einen Lockvogel. Etwas ist da organisiert und das kann jetzt natürlich als Paar geplant sein, aber auch das sind Dinge, die du, wie schon gesagt, durch das Außen eben auch erfahren wirst oder da speziell, ja, vielleicht auch in dieser Angelegenheit engagiert wurdest. Das bekomme ich hier auch. Anlass zum Feiern wird es hier geben in der Angelegenheit, dass du jetzt dich aus einer Situation da eben auch befreien kannst. Ja, du kannst dich jetzt aus einer Situation befreien in Form Hilfe und Unterstützung, die du da von Personen eben auch erhalten wirst. Vielleicht teilst du dich hier auch jemanden mit, der das Ganze dann weiterleitet oder eben auch schon weiter oder das Ganze eben schon weitergeleitet wurde. Ja, so irgendwie im Background kann sich das Ganze diesbezüglich eben auch zeigen. Wir haben hier den Ritter der Münzen. Wir haben hier eine sehr, sehr geballte Energie, die sich da eben auch nochmal zeigt. Also etwas, was geballt kommt, mit enormer Schnelligkeit diesbezüglich auch kommt. Eine Person, die bislang in einer sehr, sehr langsamen Energie war, kommt plötzlich so. Irgendetwas geschieht hier, dass man plötzlich die Initiative ergreift. Ganz, ganz plötzlich, wie aus dem Nichts. Ja? Wir haben hier das Ghosting on off, was sich diesbezüglich eben auch zeigt. Hier zeigt sich jemand, dass man sich lange mit einer Situation beschäftigt hat. Hier zeigt es sich auch definitiv mit jemandem, den es nicht gut geht. Und hier kommt plötzlich ganz, ganz viel Bewegung. Wie aus dem Nichts kommt dieser Antrieb, kommt diese Bewegung. Wir haben hier sehr viele Zeichen und Signale, die sich hier diesbezüglich eben auch zeigen. Hier ist etwas bedacht, genau
geplant. Man plant etwas Bestimmtes. Das ist auch wieder, ich sehe auch viel von außen, ja. Also im Hintergrund, im Background wird geplant. Einmal eine Inhaftierung und einmal wird hier etwas geplant, wo jemand raus möchte aus einer Inhaftierung. Und es kann natürlich auch sein, dass du in Form, das weißt du schon, ja. Also ich sehe etwas, was du schon weißt. Und es kann sein, dass genau diese Person in Form dieser Situation, wo man Verantwortung übernehmen muss, was man bislang nicht übernommen hat, einmal ist das schon längst geplant, dass hier diesbezüglich das stattfinden wird. Das Ganze ist hier in der Observation, ja, also es zeigt sich definitiv in der Observation, dass jemand observiert wird in gewissen Angelegenheiten und zwar schon länger. Das Ganze zeigt sich schon mindestens seit August haben wir hier, seit dem Sommer, dass jemand da observiert wird, wobei ich hier sehr stark November reinbekomme. Ja, schau da mal bitte. Das ist hier eine höher stehende Person. Vielleicht arbeitest du in der Kriminalistik oder ähnliches, ja. Ich sehe das sowohl als auch, dass hier etwas diesbezüglich geplant ist und auch in Organisationen in Form, dass hier etwas geplant ist in Form Ausbruchs. Auch das bekomme ich hier einmal rein, ja. Wenn du es mit jemandem zu tun hast, der diesbezüglich, hier ist es aber auch starke, ja, Steuerhinterziehung etc., bekomme ich auch gerade rein, ja. Das kann jetzt hier auch sehr stark den Immobilienmarkt betreffend sein, das bekomme ich auch gerade rein, was große Immobilienprojekte beinhaltet, ja. Wenn es eine Person ist, diese Person, wo du weißt, dass jemand diesbezüglich inhaftiert wurde wegen schwerer Körperverletzung, wegen allgemeiner Dinge, was hier stattgefunden hat, ja. Einmal ist die Inhaftierung wird geschehen und in zweiter Situation, wenn du hier für jemanden schaust, der da in einer Angelegenheit dich jetzt wieder kontaktiert, weil man raus möchte, das ist speziell und individuell, wirst du von dieser Person hören, ja. Diese Person wird dich aus einem ganz, ganz bestimmten Grund kontaktieren, weil du irgendwie, ja, einen Freifahrtschein, irgendetwas hast du, irgendetwas kannst du machen, dass diese Person rauskommt. Individuell und speziell, ja. Hier wird viel Kommunikation stattfinden. Beschäftigung, ja, es kann sein, dass du genau dich da mit diesen Dingen eben auch beschäftigst. Das kann in jeglicher Form eben auch immer sein, wo jetzt da einiges in die Wege geleitet wird, sprich es wurde schon, also das ist hier im Background, ja, das ist das Planen im Background, das Planen im Organisieren diesbezüglich. Organisationen gewisser Banken bekomme ich hier auch nochmal rein, alles zeigt sich hier in Form genauestens da, die Ziele abzustecken. Das sehe ich einmal, ja. In deiner Situation hast du hier diesbezüglich da die genaueste Vorstellung. Du befasst dich hier mit gewissen Dingen. Du schaust dir, dass du aus einer Situation, allgemeinen Situation, eben auch rauskommst. Etwas, was lange gebraucht hat. Es hat viel mit dem Finanziellen zu tun. Es hat sehr, sehr lange gebraucht. Ganz, ganz viel wurde einem hier genommen. Genommen, 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 ja. Aber das eben auch so durch eine ganz, ganz bestimmte Person eben auch, ja. Also schau da bitte, inwieweit sich da nochmal Telefonate, Kommunikation eben auch zeigt, wo man gebeten wird, etwas zu geben, ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, dass, ja, hier kann es um eine Geldübergabe gehen, ja. Aber auch das liegt hier ganz, ganz eindeutig in den Dingen, dass man hier schneller vorankommt, ja. Schau bitte, es sind viele Themen im Außen. Hingabe, lass los und alles wird gut werden. Also ein Ereignis wird diesbezüglich stattfinden. Ich sehe etwas ganz, ganz Spezielles und das hat hier mit einer Übergabe zu tun. Und das hat auch in Dingen damit zu tun, dass hier einiges, dass hier ganz, ganz lange schon etwas da lag, wo man jemanden schon sehr viel zugemutet hat und jemanden da auf lange Sicht betrogen hat. Ja, das sehe ich hier. Und hier macht man sich schon wieder Gedanken, wie man das nächste organisiert. Ja, das bekomme ich hier leider so rein. Also schau bitte, inwieweit du da etwas
fährst und inwieweit sich da etwas zeigt. Wir haben hier auch nochmal die Rache, also irgendwie möchte man sich an jemanden rächen. Es ist definitiv etwas, wo du komplett rausgehst. Ja, kann hier nochmal Europa diesbezüglich da eben auch betreffend sein. Wir haben hier viel Kommunikation. Also aus allen Richtungen kommt hier ganz, ganz viel Kommunikation. Ich sehe auch, dass du hier durch diese Turbulenzen mit hindurch gehen wirst. Du bist bereit für diese Turbulenzen. Du bist bereit, durch diese Angelegenheit enorm durch dich herauszuwachsen. Es geht viel um Formalitäten, es geht viel um Nachrichten, es geht viel um ja auch Erbschaften. Es kann sein, dass sich jemand hier diesbezüglich ein Erbe erschleichen wollte. Und auch da sind es die Dinge, dass du dir da Hilfe und Unterstützung diesbezüglich eben auch holst. Ja, dass da gewisse Angriffe sind, aber es ist etwas in der Observation. Das liegt schon hier. Es liegt definitiv so, was du vielleicht auch gar nicht weißt, im Background schon alles organisiert ist. Es ist schon alles organisiert. Also sorge dich nicht, ist ganz, ganz wichtig. In Form, wenn hier irgendwelche, ja, es sind Racheakte diesbezüglich geplant, auch nochmal in Zukunft für Europa hier nochmal eben auch zu sehen. Wir haben hier viele Nachrichten, Kommunikation, ganz, ganz viele Nachrichten treffen ein, etwas, was mit behördlichen, gerichtlichen Angelegenheiten diesbezüglich eben auch zu tun hat. Das kann auch nochmal sein, dass sich jemand auffordert, ist auch wieder speziell, sieh das im Außen, du sollst etwas ganz, ganz Bestimmtes bezahlen, ist dann in Angelegenheiten des Betrugs, liegt auch nochmal eben auch da. Ist nicht für jeden, aber wenn, dann ist es etwas, was vermehrt eben auch auftritt und du dir da diesbezüglich erstmal, bevor du bezahlst, einen Rat einholst von einer ganz, ganz bestimmten Person. Es geht viel um Immobilien, ja, sehe ich hier. Das sind Großprojekte, die sich da diesbezüglich eben auch zeigen. Es können hier auch Antiquitäten oder ähnliches sein, bekomme ich auch gerade rein. Also schau ganz genau, schau, inwieweit Kommunikation auf dich kommt, inwieweit sollst du etwas unterzeichnen. Lass prüfen, ja, bekomme ich hier auch nochmal, dass du dich da nicht auf gewisse Angelegenheiten eben auch einlässt. Also die ganze Situation, dass sie erstmal geprüft wird, ja, deinerseits. Notarische Angelegenheiten, gerichtliche Angelegenheiten, juristische Angelegenheiten, also ganz, ganz genau diesbezüglich da prüfen zu lassen. Du kommst hier siegreich aus dieser Situation heraus, das definitiv. Denn ich sehe auch, dass deine Unschuld da bewiesen wird in der Form, dass sich da jemand Zutritt verschaffen wollte. Das kann hier aber auch Gerichtsvollzieher ähnliches eben auch sein, kann hier auch nochmal zur Debatte eben auch stehen, bekomme ich hier auch gerade rein. Aber hier geht es eben schon darum, dass man mehrere Gelder, also schon ganz, ganz viel, da irgendwo hingetragen hat, ja. Also die Acht der Stäbe, ganz, ganz viel kommt in Bewegung, sehr, sehr viel kommt in Bewegung. Gehe deinen Weg ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, dass du dich da in gewissen Angelegenheiten nicht aufhalten lässt. Wer möchte hier Rache üben? Du bekommst im Vorfeld da gewisses mitgegeben. Ich sehe, dass man dir etwas mitgibt, man gibt dir etwas, man übergibt dir etwas. Ja, es wird sich eine Gelegenheit für dich bieten. Prüfe diese Gelegenheit, insbesondere wenn es um Wohnungen, Immobilien etc. Prüfe diese Angelegenheiten, was wird denn versteigert, warum wird etwas versteigert. Prüfe da generell das Ganze, ist ganz, ganz wichtig, nicht, dass du da auf diesen immensen Kosten bist, ja. Ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, was du dann erst im Nachhinein irgendwann siehst. Ja, auch in Form Erbe antreten, auch in der Form, was zeigt sich da in dieser Gelegenheit? Eine Gelegenheit, die du mit Schnelligkeit nutzen solltest, heißt direkt zugreifen, direkt eben diesbezüglich, bevor es dann weg ist. Ja, also das sehe ich dann schon, den Dingen prüfe da ganz genau. Denn wenn es weg ist, war es nicht für dich vorgesehen. Es ist dann etwas Besseres für dich vorgesehen. Das ist hier schon in Dingen, wo man sich das Ganze ganz genau anschauen sollte. Man denkt, man macht irgendwie da ein Schnäppchen und dann zeigt sich das Ganze, wo du noch mehr Arbeit hast, wo du noch mehr Mühe hast, wo du noch mehr investieren musst. Also hier sind so einige
Fälschungen, die unterwegs sind. Dinge, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Also etwas, was dann eben auch gestohlen ist oder ähnliches, dass man das dann diesbezüglich vermarktet. Ja, das bekomme ich hier auch nochmal rein. Aber auch unter diesen Mitbietenden sind hier schon Personen. Hier wird sich untergemischt. Ja, das sehe ich hier ganz, ganz eindeutig. Also in Form. Was sich da zeigt als schneller Zugriff, schnelles, wo du mitbieten sollst, ist auch nichts für jeden. Ja, es ist speziell, geht es hier um eine Angelegenheit. Da gib Acht. Ich weiß nicht, ich glaube, das hast du noch nicht mal gesehen. Das ist auch ein Grundstück. Wohnungen, Häuser. Holte dir vorher einen Spezialisten. Ja? Lass das Ganze prüfen. Das können auch Gemälde, das kann hier in unterschiedlichen Gegebenheiten etwas sein. Vielleicht hast du auch etwas ersteigert und jetzt kommt die Post zu dir. Du hast damit gar nichts zu tun, ja? Was ich hier sehen kann, dass die verantwortliche Person zur Rechenschaft gezogen wird, das liegt hier ganz, ganz eindeutig eben auch drin. Und das wird sich hier, von ganz allein wird sich das zeigen. Du wirst hier definitiv siegreich aus dieser Angelegenheit herauskommen, denn das Ganze wird sich drehen. Ja, es dreht sich einmal. Es ist hier wie die Polverschiebung. Es dreht sich. Das Ganze, wo du letztendlich da in einer Situation immer belogen wurdest und gewisse Anteile, die dir genommen wurden. Ja, es geht um Anteile. Irgendwas hast du vielleicht abgegeben, irgendwas musstest du abgeben, irgendwas wollte man von dir. Jetzt kommt aber einiges hier in Bewegung. Ja, du gehst hier siegreich raus. Definitiv, das liegt schon hier. Und hier ist es auch so, du sollst nicht im Direkten zuschlagen. Ja, also die Energien sind da, definitiv. Aber schau es dir ganz genau an. Es ist ganz, ganz wichtig. Also geh hier mit etwas Bedacht an diese ganze Situation eben auch heran. Und es kann natürlich auch sein, dass du länger schon auf ein ganz, ganz bestimmtes Schreiben wartest. Das kommt jetzt an und jetzt kann das Ganze in die Entwicklung eben auch gehen. Ja? Jetzt kommst du schneller voran, da diese Angelegenheiten geklärt sind. So, meine Liebe, ich wünsche dir hiermit alles, alles Liebe und vor allem Kraft. Fühl dich umarmt. Bis dahin.